Hallihallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2 in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir irgendwas gemacht, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich glaube, wir haben irgendwas in Twin Track City gemacht. Sommer, Herbst, Winter. Ja, wir waren in Twin Track City und wo sollten wir hin? Das ist jetzt natürlich schlecht, dass ich das nicht mehr weiß. Da nicht. Hä? Wo sollten wir denn hin? Da steht doch bestimmt noch Lysander und erklärt mir das, wo ich hin muss, oder? Da ist Lysander. Hallo. Hallo, Lysander. Hier scheinen sie nicht zu sein. Trotzdem spüre ich, dass sie hier sind. Dass sie da sind. Wir müssen auf der Hut sein und die Stadt besonders gründlich nach ihnen absuchen. Ah, ja gut. Wenn das unser Auftrag war. Mal gucken, wo die sind, na? Mhm. Im Pokémon Center waren sie mal nicht. Da sind sie auch nicht drin. Da ist doch eine Tür offen. Ah ne, die ist auch zu. Da auch zu. Da ist die Arena. Hier sind sie aber bestimmt nicht, sonst... Irgendwie komme ich nicht so ganz mehr mit. Was genau ist nochmal meine Aufgabe? Ah, da, guck mal, hallo. Finstrio, ha, hast etwas von vor mir den. Verkack. Hast du etwa vor, mir den DNS-Kai abzunehmen? Tschüss. Mach ich. So, da Himmel liebt, das tut dem schon weh. Tschüss, Gladiantri. Haha, wir sind gut. Und Absol. Ja, schön. Das ging schnell. Achso, der hat noch ein drittes. Oh, das wusste ich nicht. Mal wieder nicht aufgepasst. Schon wieder. Und mit einem Volltreffer das Absol besiegt. Schön. Und noch ein Gladiantri, auch süß. Weg damit! Ich muss dich enttäuschen, der DNS-Kai ist nämlich in den Händen meiner Kameraden. Ich habe ihn nicht. Mit diesem Kampf habe ich ihnen einen erheblichen Vorsprung verschafft. Gehab dich wohl. Was für ein Debakel. Aber du hast alles getan, was in deiner Macht stand, Leo. Wenn sich hier jemand Vorwürfe machen muss, dann ich. Der Visucaster klingelt freudig. Ja! Leo nimmt den Anruf an. Leo! Spinnig! Oder ist dieses komische Schiff da in Richtung Twin Track abgezischt? Was heißt es da unten, wo fehlt? Ich habe es auch gesehen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Charon? Das war doch das Schiff in Team Plasma, oder? Nein, ohne Zweifel nein. Obwohl vielleicht doch. Na, wie dem auch sei, ich bin jedenfalls gleich da. Alles klar, du regelst es schon. Leo, wenn es irgendwelche Probleme gibt, melde dich auf jeden Fall bei mir, klar? Nö. Ich musste mich entscheiden, ob ich die Stadt beschütze oder diesen Kerlen hinterherjage. Ich kann mich nicht zweiteilen. Da bist
bist du ja, Leo. Und Lysander. Es geht euch also gut. Was für eine Erleichterung. Charon, was für eine Freude. Du bist ja richtig erwachsen geworden. Wie ich höre, bist du zum Marineleiter von der Ventura City aufgestiegen, richtig? Danke für das Kompliment, aber heben wir uns das für später auf. Genau, würde ich auch sagen. Ich habe herausgefunden, wo sich dem Plasma im Augenblick aufhält. Es treibt sich nämlich am derzeitigen kältesten Ort der Einer-Region herum. In Abidaya City. Tobi und ich, wir werden uns dem Plasma an die Fersen heften. Was? Wer sagt denn das? Wir werden uns dem Plasma an die Fersen heften. Haben die denn so die Gesichter von dem Plasma an ihre Fersen so drangetackert mit so einem Tacker und bei jedem Schritt schleifen sie so den Körper im Dreck herum. So richtig so, friss den Dreck, auf dem du normalerweise rumlaufen würdest. Oh, da vorne kommt dein Kiesweg. Lysander, kümmere du dich doch bitte darum, dass wir hier in Twin Track nicht noch Schlimmeres passiert. Das ist also dein Plan. Ich verstehe, dann überlasse ich Team Plasma euch beiden. Ich bin zwar der zweitstärkste Arena-Leiter der Region, aber ich überlasse euch den Dreck. Aber passt auf, dass ihr euch nicht zu viel zumutet. Leo, wie ich schon sagte, möchte ich gerne, dass du mir hilfst. Mit deinem Talent als Pokémon-Trainer können wir Team Plasma die Stirn bieten. Sag mal, was hat denn der mit seinen Stirn- und Fersenheften und so einem Scheiß? Ich mache mich nun auf den Weg, Lysander. Auf Wiedersehen. Tschüss. Verpiss dich, Normaltrainer. Abidaya City? Diese Stadt liegt nördlich von Ondula. Was hat dem Plasma dort zu suchen? Leo, ich bitte dich, beschütze die Pokémon vor dem Plasma. Wie das Zusammenleben von Menschen... langweilig. Und Pokémon auszusehen hat, sollte jeder für sich selbst entscheiden dürfen. Team Plasma darf uns nicht wieder seinem Willen unterwerfen. Wieso wieder? Was habe ich verpasst? Cool. Was ist denn das? Boah, die dummen Fotzen haben mir den Weg zugefroren. Ach gut. Ist ja grässlich. Kann man hier nicht fliegen? Ich glaube, wir haben noch nicht fliegen, oder? Doch, dürfen wir eigentlich schon haben. Doch so. Ach, gegen den hatten wir nicht gekämpft? Naja, diese Pokémon sind mein ganzer Stolz. Ich habe sie mit viel Liebe trainiert. Ah nee, das waren die, wo jedes Mal kämpfen wollen, wenn man gegen sie läuft, ne, die Züchter. Ah, schade. Wieso habe ich da nicht dran gedacht? Weil ich nix kann. Da Mogelbaum regelt. So, Steinkante dürft alles sagen. Ja klar wehrt es die Attacke ab. Elektroball? Nur weil ich schneller bin als du, mache ich jetzt sau viel Schaden. Tschüss, Imolga, tschüss. Friss die Steine, friss sie. Norene. Krasser Name. Das ist nicht so toll. Damit hörst du jetzt bitte sofort auf. Und wenn ich sage sofort, dann meine ich auch sofort. Was ist hier, wie ich das aufgenommen hatte? Ich hatte ja noch diese ganzen Computerprobleme und so. Ach ja, aber schön mal wieder sowas zu machen. So. Dorfbrücke. Haben Sie auch was eingefroren? Nö, hier Shifts. Ja,
So. Tissacher. Ach, ich muss bis ganz nach unten. Nee, da fliege ich jetzt. Das ist mir zu dumm. Ich dachte, Undulas Tissera. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich so lange gelaufen bin, aber... Mir war es wichtig, den Züchter zu besiegen, ja? So. Dann gehen wir mal noch Pokémon heilen. Den Medaillentyp könnten wir eigentlich auch mal irgendwann wieder ansprechen, ne? Zum Ende von einem Part oder so. Ja, hoffentlich komme ich bald wieder korrekt. So, und jetzt nördlich von Ondula. Bucht von Ondula. Hä, ich komme nicht so ganz mit. Die Karte sagt mir, wohin ich muss. Sandgrotte, Route 13. Da kann ich auch hinschwimmen mit Surfer, ne? Ah ne, der Unterseetunnel bringt mich da auch hin. Der ist bestimmt jetzt offen. Hoffe ich mal. Wo der auch immer wieder war. Ja, wo der auch immer wieder war. War der da drüben? Ja, aber hier ist eine Trainerin. Hier sind sogar mehrere Trainer. Hä, wo war denn jetzt dieser Unterseetunnel? Ich habe den doch noch besucht gehabt oder wollte den zumindest mal besuchen. Bin ich jetzt komplett dumm? Hm, ah, da ist er. Der Wieso-Kaster klingelt, das heißt, wir sind richtig. Leo nimmt den Anruf an. Leo, bist du denn gerade in Ondula? Alles klar. Geh jetzt einfach durch den Unterseetunnel, dann kommst du direkt nach Abidaya City. Nein! Du sagst mir jetzt nicht gerade wirklich genau das, was mir auch die Karte verraten hat. Ich darf durch, ja! Der ist voll hübsch, der Unterseetunnel. Es sind auch rechts und links immer voll viele Pokémon. Da. So ein Barschuft oder wie das heißt. Da oben ist ein Quallen, das muss da. Ja, bla bla. Ist voll hübsch gemacht und da ist noch so ein Barschuft in Blau. Wahnsinn, wir sind mitten im Meer, oh, da schwimmt ein Relikant. Ah ne, das ist auch so ein Quabbelingsmuster. Das ist ganz schön tief. Das sind bestimmt 10.000 Meter. Ja, das juckt. Stimmt, das ist ganz schön tief. So wie tief wie meine... So genau wollten wir es gar nicht wissen. Hast du einem deiner Pokémon das Item Giftstich zum Tragen gegeben? Nee, ich bin nicht dumm. Klar, das hier ist zwar ein begehbares Aquarium, aber kommt es dir nicht auch eher so vor, als wären wir diejenigen, die von den Pokémon beobachtet werden? Nein. Hallo! Dieser Tunnel ist toll, weil man so leicht von A nach B kommt, aber noch sehr viel spannender daran ist natürlich, dass man die Meeres-Pokémon in ihrer natürlichen Umgebung beobachten kann. Spanner. Mein Schirm ist randvoll mit unterschiedlichen TM. Möchtest du auch eine haben? Silberblick. Schön. Fassade, Fassade. Bei Vergiftung, Paralyse und Verbrennung verdoppelt sich die Stärke des Angriffs. Nein, das ist Fassade. Wir haben aber Silberblick bekommen. Da ist hallo. Tobi, wir müssen den DNS-Keil um jeden Preis zurückbekommen. Ach ja, der redet ja ganz anders. Du solltest zuallererst versuchen, den Arenaleiter zu besiegen. Das ist bestimmt der Typ da drinne und der hat Wasser-Pokémon. So wie ich ihn kenne.
Haha, hey, nicht so schnell, na warte, ich krieg dich schon noch. Kicher, kicher, hasch mich, ich bin der Frühling. Was? Alles klar. Ja, willkommen im Pokémon Center, bla 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 bla. Okay, ich nehme jetzt dein Pokémon-Team für einen Moment in meine Obhut. Dang, dang, da, da, dang. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Abidaya City war früher ein Geheimtipp unter Urlaubsfreunden, aber ich finde es gut, dass jetzt mehr Leute kommen. Das macht es belebter. Ja, verkauft ihr hier TMs? Nee, natürlich nicht, ne? Nö. Nix können sie und das können sie gut. So. Ich glaube, die Typen waren gleich geblieben, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ach, verdammt. Ich starte einfach mal mit dir. Und wenn es keine Wasser-Pokémon sind, werde ich es ja noch sehen. Aber ich meine, das ist gleich geblieben, dass sie sich auf den Typen festgelegt haben. Suchst du den nach in der Leiter? Der hat vorhin laut Leinen losgerufen und ist ins Meer hinausgeschwommen. Wärst du vielleicht so nett, ihn suchen zu gehen? Ja. Gut. Oh, du willst den Arinelle zum Kampf herausfordern? Na dann, viel Glück. Benson ist dein Freigeist. Ihn überhaupt erstmal zu finden, ist schon eine Aufgabe für sich. Kriege ich den Orden dann also am Ende geschenkt? Tada! Hey, du hast sicher vor, dir in der Arena den Orden zu schnappen, stimmt's? Ich bin Benson, der hiesige Arenaleiter. Tut mir leid, dass du erst nach mir suchen musstest. Ich bin wohl ein Stück zu weit hinausgeschwommen. Mit meinem Pokémon zu kühlen, im kühlen Nass zu spielen, macht einfach so viel Spaß, dass ich darüber schnell die Zeit vergesse. Aber gut, man sieht sich in der Arena. Halbnackter Typ. Sexismus. Was? Meine ehrenvolle Aufgabe ist... gib Stücke schön. Ja, gut, dann such bitte eine Attacke aus. Zermürben, Genesung, Raum. Kann man mal machen, ne? Also Raumschlag finde ich jetzt gerade sehr ansprechend. Du würdest es lernen und du... Ja. Raumschlag statt Windstoß. Das finde ich gut, ja. Und schwupp. Ja, schön. Und weiter schön Gelbstücke sammeln. Da ist eine Olotrolla. Ja, ich möchte mal kurz darüber surfen. Da war nämlich noch ein Item. Ich bin nämlich nicht blind. Seegesang. Ah, auch ein sehr gutes Item. Gibt uns KP zurück. Aber nur, wenn wir angreifen. Aber das ist ja eigentlich nicht schlimm. Beulen. Nee, das ist gut. Ach, wir haben schon einen Seegesang. Du hast die Überreste. Du hast das Zauberwasser. Ja, dir geben wir noch einen Seegesang, ne? Die Leute, meine Pokémon können nie genug KP haben. Ich bin eine Meerjungfrau, die in Brandung geht. Oder es erinnert mich an den Spitznamen einer Arenaleiterin aus der Kanto-Region, die burschikose Meerjungfrau. Sie redet von Misty. Oh. Bedauernswertes Kind. Ach, hier liegen so viel. Das, die Stadt ist mir schon wieder zu groß für den Part. Die erkunden wir am nächsten. Wir gucken jetzt, dass wir noch ein paar Trainer in der Arena besiegen. Gucken, was für einen Typen die hat. Und im nächsten Part erkunden wir dann die Stadt, machen die restliche Arena. Das ist doch. Das ist ein Angebot, ne? So, die Arena habe ich direkt geblickt. Na, wie fühlt es sich an, auf dem Wasser zu treiben? Wenn du mich besiegst, verrate ich dir etwas Interessantes. Dann sprich.
Und jetzt so, Wasser ist nass. Bojelin, also doch Wasser-Pokémon, sehr gut. Bin ich ja mit Nils gut aufgestellt. Ich würde mal sagen, Donnerblitz for the win. Nassschweif, süß. So, tschüss Bojelin. Oder Bojelin. Und ein oh, das tut noch mehr weh. Das tut schon wie beim Zugucken, weil ja, wir sind auch noch schneller. Das tut richtig weh. Mantax ist sowas von down. Sorry, Kumpel, aber das war kein guter Kampf. Wie konnte ich nur verlieren? Am liebsten würde ich auf die Blätter hüpfen und mich weit von hier wegtreiben lassen. Oh, süß. Romantisch. Ja, was verrätst du mir jetzt? Wenn zwei Blätter aneinander stoßen, hält das Blatt an, das sich zuvor bewegt hat. Und das zuvor reglose Blatt fängt an, sich zu bewegen. Ah. Jetzt habe ich das auch herausgefunden. Und so sind wir... Das ist bestimmt am Ende dann der Weg zum Marinaleiter da so geradeaus. So, mal gucken, haben wir was zum Heilen? Oh, die Musik hier drin ist schön. Dürfte ich eigentlich gar nicht so viel reden, so schön wie die ist. Auch ein Tafelwasser dürfte reichen. Ja. Wie sagt man noch gleich? Wer rastet, der rostet. Solange ich immer fleißig weiterkämpfe, werde ich irgendwann bestimmt stärker. Das ist ein Argument. Das zieht sogar. Zumindest beim Anime. Ast-Trainerin Barbara. Mit Marmolida. Oh. Die haben alle so Wasser-Pokémon. Die tun mir leid, wenn sie von einem Donnerblitz getroffen werden, weil sie so langsam sind. Meistens ist es auch kaum bis gar nicht aushalten. Das ist halt schon bitter. Das Marmolida wird jetzt auch so richtig gefickt. Auch ich glaube nicht, dass es... Doch, es reicht ganz. Ja, ist nur physisch ganz gut. Es wird jetzt so richtig gefickt und kann nicht mal was dafür. Nur weil ich verloren habe, lasse ich mich noch nicht gleich unterkriegen. Die armen Pokémon. Da fehlt jetzt wieder ein Seerosenblatt. Wie mache ich das am besten? Darüber will ich bestimmt gar nicht. Bestimmt muss ich da runter. Und dann das hier so wegkicken. Genau. Und dann einfach... Haha. Aber den Trainer will ich trotzdem noch mitnehmen. Danke. Oder nimmst du extra Zeit, um gegen mich zu kämpfen? Das freut mich. Dann lege ich mich ganz besonders ins Zeug, damit du auf deine Kosten kommst. Ja, siehst du, ich bin ganz netter. Eine Herausforderung von Trainer Henning. Mit Walreiser. Das überlebt sogar, sag ich, ein Donnerblitz. Und ist auch ein halbwegs cooles Pokémon. Ist auch noch von Typ Eis. Kann Eiseskälte. Gut, ich meine, wir sind auch noch ein Randomizer. Das kommt noch dazu. Aber schon ein sehr geiles Pokémon. Mag ich sehr. Angeberei gefällt mir jetzt gerade gar nicht so. Was soll denn das? Hör auf damit, danke. Lichtkanone. Ja. Ja, Nils ist immer noch geil. War eine gute Wahl, ihn mitzunehmen. Oder sie oder es. Ja, Level 48. Yay. So, und mal wieder keine KP verloren. Das ist auch ganz interessant natürlich. Besiegen wir dich erstmal, dass du uns nicht mehr so störst. Ich habe alle meine Kämpfe im Nachhinein knallhart analysiert. Jeden triumphalen Sieg und jede klägliche Niederlage. Traust du dir trotzdem zu, gegen mich zu gewinnen? Ja. Ja, eigentlich schon.
Ah, schön, wenn man gerade so geschrieben bekommt, wir sind morgen im Freibad, bla 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 bla, Schwimmleistung für das Sportabzeichen, bla 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 bla. Ach, schön. Und Pilippa ist übrigens auch da und das arme Ding. Und noch ein Weilord. Ja, hat nur viel KP mehr nicht. So, Donnerblitz. Ja, bla bla. Wurde besiegt. Schön. Ja, aber ich denke, das reicht auch für heute, ne? Part ist lang genug geworden, ja. Machen wir einfach das nächste Mal die Arena fertig und gucken noch ein bisschen, was so die Stadt zu bieten hat. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dann. Ciao.